Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Zeitschaltuhr benutzt. Ja, fangen wir erstmal an. Die Uhr hat zweimal einen Modus. Und zwar ist das einmal über die Zeitschaltuhr, der ist jetzt gerade eingestellt, und einmal als Dauersteckdose. Damit hat man den Mechanismus der Zeitschaltuhr dann ausgestellt. Da wir das ja als Zeitschaltuhr verwenden möchten, machen wir den Hebel auf Zeitschaltuhr-Modus. So, der sitzt an. Und dann müssen wir die Uhrzeit einstellen. Wir haben hier einmal einen Pfeil und wir sagen jetzt mal, wir haben es 19 Uhr. Dann drehe ich die Zeitschaltleiste auf 19 Uhr und ich möchte beispielsweise, dass jetzt meine Adventsbeleuchtung als Beispiel von 20 Uhr an angeht. Dann befindet sich hier ein Kranz und da sind so eine Kipphebel drin. Die mache ich jetzt einfach raus und wir haben ja gesagt, wir wollen um 20 Uhr starten. Also mache ich das von 20 Uhr an raus und um 24 Uhr um Mitternacht soll das Ganze ausgehen. Dann habe ich halt über diese 4 Stunden jetzt die Zeitschaltuhr eingeschaltet. Hier habe ich überall dann die Hebel rausgemacht. Das heißt, wenn jetzt die Uhr sich dreht, die dreht sich mit, wenn ich das in die Steckdose stecke. Man hört es gleich klicken. Jo, jetzt hat man es kurz gehört. Jetzt wäre die Zeitschaltuhr eingeschaltet und bis 24 Uhr würde dann Strom auf der Steckdose sein und klack, nach 24 Uhr schaltet er sich dann wieder aus bis zum nächsten Tag. Ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man eine Zeitschaltuhr bedient und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch, könnt mich auch gerne abonnieren, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.